1514, Dürer ist jetzt 33 Jahre alt, entsteht das große Bilderrätsel Melancholia, einer seiner drei Meisterstiche, vielleicht sein persönlichstes Werk. Der Künstler als forschender und zweifelnder Geist. In seinem Ritter, Tod und Teufel greift Dürer wieder ein mittelalterliches Thema auf. Aber nicht der verarmte Ritter oder die bedrohlichen Fratzen des Jenseits stehen im Zentrum des Stiches, sondern die Darstellung des Pferdes, Dürers Verbeugung vor der Antike. Im Gehäus ist Dürers dritter Meisterstich. Die lichtdurchflutete Stube unterstreicht die besinnliche Ruhe des heiligen Hieronymus, der bei den Humanisten als Vorbild des christlichen Gelehrten galt. Die Erkenntnisse aus seinen zahlreichen Studien legte Dürer, ähnlich wie Leonardo da Vinci, in verschiedenen theoretischen Schriften nieder. So verfasste er eine Perspektivlehre als Anleitung für Maler und Handwerker. Eine Hilfe zur genauen perspektivischen Abbildung wird in diesem Holzschnitt dargestellt. Der Maler peilt durch ein Gitterfenster das Modell an und überträgt es Detail für Detail auf das ebenso gerasterte, vor ihm liegende Blatt. In seinen vier Büchern zur Proportionslehre entwickelte Dürer die theoretischen Grundlagen der idealen Körperproportionen. Solche Gesetze liegen auch diesem berühmten Selbstbildnis zugrunde. Dreieck, Kreis und Quadrat, die wichtigsten Konstruktionsprinzipien der Renaissance, bestimmen den Bildaufbau, der sich aber auch auf traditionelle mittelalterliche Christusdarstellungen zurückführen lässt. Bei diesem Selbstbildnis geht es Dürer nicht um eine individuelle Ausdrucksstudie, sondern um das Abbild eines ideal proportionierten, schönen Menschenantlitzes. Albrecht Dürer aus Nürnberg, geboren 1471, gestorben 1528. Als einer der ersten Künstler hat er sich selbst porträtiert und dies mit großer Aufrichtigkeit. Seinen naturalistischen Stil wendet Dürer auch auf mittelalterliche Bildmotive an.
Die Ritter sind dabei für ihn nur noch Symbol einer zu Ende gehenden Epoche. Er interessiert sich mehr für das individuelle Antlitz. Selbst der Gottesmutter verleiht er realistische, menschliche Züge. Die Apokalypse. 1498 veröffentlicht Dürer seine Bibelillustration in einer Holzschnittfolge. Die Furcht vor einem nahen Weltuntergang ist zur Jahrhundertwende tief in den Menschen verwurzelt. Alte Ordnungen stürzen zusammen, geistige und gesellschaftliche Umwälzungen kündigen sich an. Der Mensch drängt in eigene Verantwortung. Am 6. April 1528 stirbt Albrecht Dürer. Auf dem Johannesfriedhof zu Nürnberg wird er begraben.